Taylor Swift beweist mit ihrer Eras-Tour nicht nur, dass sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit gehört, sondern auch, dass sie ziemlich spendabel ist. Laut dem US-amerikanischen Magazin People soll Taylor ihren Crewmitgliedern 55 Millionen US-Dollar Bonus auszahlen. Das entspricht in etwa 50 Millionen Euro. Ihre AssistentInnen, TänzerInnen, TechnikerInnen oder auch ihre VisagistInnen dürfen sich damit über eine ordentliche Finanzspritze freuen. Auch die an der Tour beteiligten LKW-FahrerInnen erhalten angeblich 100.000 Dollar pro Kopf, wie TMZ berichtet. Vermutlich will sich die 33-Jährige mit ihrer spendablen Geste bei ihrer Crew für den enormen Tourerfolg bedanken. Laut Forbes soll Taylor durch die Eras-Tour rund 1,6 Millionen Dollar einnehmen. Die hohen Einnahmen dürfen wohl kaum jemanden wundern. Denn der Ticketansturm für die Live-Auftritte des US-Superstars war riesig. Nun befindet sich Taylor Swift kurz vor dem Ende ihrer Konzerttour. Am 9. August findet der letzte Auftritt der Eras-Tour in Los Angeles statt.